Schönen guten Abend, schönen Wochenstart und ganz herzlich willkommen bei Ron. So ein bisschen besinnlich wird es definitiv bei uns in der Sendung. Warum, das erfahren Sie gleich. Aber erstmal auch ein Willkommen an unseren Chef vom Dienst, an Sven Marcinkowski. Ja. Leg los. Ja, schön wird es leider nicht, der Anfang, denn es geht um die Hochstraße Süd. Heute eigentlich mehr oder minder der Super-GAU, also eine Sperrung ist durchaus bis 2030 möglich, 2030. Und ein Abriss könnte auch gut passieren. Wir haben uns heute Morgen mal am ersten regulären Werktag dort umgesehen und geschaut, was diese Sperrung denn genau bedeutet für die Ludwigshafener. Außerdem ein Schlagerstar zu Gast in Heidelberg. Wir haben Stefanie Hertel zum Interview getroffen. Und heute Morgen um 11 gab es den ersten Glühwein am Mannheimer Wasserturm auf dem Weihnachtsmarkt. Und da schalten wir auch gleich hin zu unserer Reporterin und schauen, was da jetzt los ist. Das und mehr jetzt, Baron. Genauso machen wir es. Nochmal schwarz auf weiß. Mein Name natürlich, sprechen wir auch gleich über die Hochstraße Süd. Die aktuelle Problematik werden wir gleich besprechen. Aber vorher aus aktuellem Anlass, weil in 4 Wochen ja Weihnachten ist, Heiligabend, um genauer zu sein, gehen wir auf den Mannheimer Weihnachtsmarkt, der nämlich heute eröffnet wurde. Das heißt für uns endlich wieder Glühwein, Lebkuchen, ja, nach der Arbeit den Feierabend gemütlich ausklingen lassen. Einer unserer vielen Weihnachtsmärkte ist der hier, den Sie gerade sehen, rund um den Wasserturm in Mannheim, und der lockt nun schon zum 48. Mal zahlreiche Besucher an. 4 Wochen lang können die Besucher sich bis Heiligabend in Stimmung bringen, und auch das heute noch sehr graue Wetter wird sich dann hoffentlich auch so ein bisschen verändern. Ja, genau, dieser Weihnachtsmarkt, der feiert momentan offizielle Eröffnung, und Lena Wolny ist für uns vor Ort. Lena, was ist denn jetzt schon bei dir los? Ja, also mittlerweile ist der Besucherandrang hier richtig groß geworden. Vor mir findet auch gerade die offizielle Eröffnung statt. Oberbürgermeister ist auch zu Gast, und zu einem richtig schönen Besuch am Weihnachtsmarkt darf natürlich auch der Glühwein nicht fehlen. Und deshalb stehe ich hier jetzt mit Lisa Schneider. Sie ist mittlerweile in der 3. Generation hier auf dem Weihnachtsmarkt, über 40 Jahre, und es gibt ja immer auch so Trendgetränke. Ist es denn beim Glühwein auch so, dass dieses Jahr ein besonderer Trend ist? Ja, also es gibt natürlich immer mal wieder etwas Neues, wobei ich sagen muss, unser Bestseller ist nach wie vor unser klassischer Dornfelder Glühwein. Wir haben natürlich auch ein paar ausgefallenere Sachen. Was jetzt ganz neu ist, ist unser Wintertraum. Das ist ein weißer Glühwein, der auch immer gerne getrunken wird, mit einem Apfel-, Zimt- und Honiglikör. Und der ist natürlich auch sehr, sehr fein. Haben Sie mir hier ja auch einen Glühwein mitgebracht und mir noch nicht verraten, nach was dieser schmeckt, was da drin ist. Ich versuche jetzt einfach mal rauszuschmecken, worum es sich handelt. Oh je, ich bin immer total schlecht. Also Zimt auf jeden Fall, ein bisschen Orange. Liege ich da richtig oder was sagen Sie? Ja, doch, das passt. Das ist tatsächlich jetzt unser Wintertraum, den wir jetzt neu haben. Er schmeckt ein bisschen nach Weihnachten, ne? Also es ist Zimt mit drin und ein Hauch Orange ist auch dabei. Also liegen Sie richtig. Okay, jetzt gibt es ja immer Leute, die nicht so gerne auf dem Weihnachtsmarkt gehen. Denen ist es einfach zu voll, die kommen hier nicht so gerne hin, möchten aber trotzdem einen schönen Glühwein genießen. Was sagen Sie denn? Tut es auch der Glühwein aus dem Tetrapack, aus dem Supermarkt, oder sagen Sie dann doch lieber zu Hause selber zusammenmischen? Haben Sie da irgendwelche Tipps? Es macht natürlich mehr Arbeit, aber ich glaube, das Zusammenmischen lohnt sich in diesem Falle dann schon. Ich glaube, mir blutet da ein bisschen das Herz, weil ich einfach da ein bisschen verwöhnt bin von hier. Wir haben auch Gott sei Dank eine Alternative für die, die gerne einfach zu Hause ihren Glühwein in Ruhe genießen möchten. Da haben wir unseren Glühwein hier in Flaschen schon verpackt. Den kann man sich damit nach Hause nehmen und kann sich den zu Hause dann aufwärmen. Okay. Gut, also ich trinke dann jetzt mal diesen leckeren Glühwein zu Ende und wir sehen uns gleich nochmal auf dem Weihnachtsmarkt wieder. Das machen wir definitiv. Lass es dir schmecken. Dankeschön, Lena, und bis später. Aber jetzt kommen wir zum Top-Thema derzeit. Verkehrschaos, Super-GAU, Ausnahmezustand. Genau diese Schlagzeilen fallen, wenn es aktuell um die Hochstraße Süd in Ludwigshafen geht. Und der ganze Zustand hat sich noch verschlechtert, weil die Straße seit Freitag komplett gesperrt ist wegen Einsturzgefahr. Für die vielen Pendler, die da tagtäglich drüber müssen, natürlich eine Katastrophe. Wir sind auf Stimmenfang gegangen. Hauke Kurz und Serena Aschmann haben Stimmen eingefangen von Pendlern, von Vertretern des öffentlichen Personennahverkehrs und auch von Politikern. Ich wohne in der Brankstraße, gegenüber von der Mundenheimer Straße. Und jetzt habe ich erst mal heute Morgen suchen müssen, wo ich überhaupt lang darf. Überhaupt keine Planung drin. Und vor allen Dingen ist es so schlimm,
Wenn diese Brücke jetzt gesperrt wird, nicht, dann geht normalerweise alles über die Kurt-Schumacher-Brücke. Ja, die soll aber auch abgerissen werden. Und man fragt sich, wie sowas eigentlich in Deutschland passieren kann, dass eine Brücke so marode ist, dass sie einsturzgefährdet ist. Eine Frage, die sich wohl mehrere stellen und besonders die Stadt unter Druck setzt. Die Brücke ist scheinbar so kaputt, dass sogar Straßen, die unter ihr liegen, geschlossen werden. Am schlimmsten ist aber wohl die Komplettsperrung zwischen den Ballungsräumen Ludwigshafen und Mannheim. Für Pendler ist nur noch die ebenfalls marode Kurt-Schumacher-Brücke im Norden passierbar, zumindest was die Straßenbahn betrifft. Weil letztendlich natürlich ganz wesentliche Bestandteile unseres Streckennetzes jetzt nicht mehr zu befahren sind. Und das ist natürlich, hat natürlich Auswirkungen auf unser ganzes Angebot. Und von daher betrifft das wirklich jetzt ganz krass unsere Fahrgäste. Betroffen sind die Linien 4, 6, 7, 8, 9 und 10 und damit gefühlt jede zweite. Sie müssen jetzt den Umweg über die nördliche Brücke machen, werden getrennt oder fallen aus. Wir werden natürlich die Verbindung aufrechthalten. Wir tun alles dafür. Die Stadt Ludwigshafen wird ja auch entsprechend Maßnahmen ergreifen, ich sag mal baulich gesehen, dass wir natürlich so schnell wie möglich auch die Strecken wieder frei bekommen. Das ist völlig klar. Das muss so sein. Ansonsten wird es natürlich schwierig, ja. Aber es sind jetzt Veränderungen. Aber ich denke mal, wir sind weiterhin noch da und wir sind weiterhin noch gut nutzbar und das sollten die Autofahrer auch tun. Der Ludwigshafener Gemeinderat sucht händeringend nach einer Lösung. Die Entscheidung fällt vor gut einer Stunde. Die Hochstraße Süd soll stückweise abgerissen werden. Eine Sanierung ist vom Tisch. Die Oberbürgermeisterin gibt sich kämpferisch. Es sind ganz neue Vorzeichen. Jetzt ist die Situation so, die damals geplante Ausweichroute, die Hochstraße Süd, steht nicht mehr zur Verfügung. Und deswegen habe ich beschlossen, dass wir neu denken müssen. Wir stoppen die Hochstraße Nord und machen dann weiter mit der Hochstraße Nord, wenn die Hochstraße Süd wieder befahrbar ist. Ein Lichtblick gibt's von der Deutschen Bahn und den in der Region fahrenden S-Bahnen. Laut Zweckverband Schienenpersonennahverkehr gilt: Ab sofort hält die Linie 1 auch in den Ludwigshafener Stadtteilen Mundenheim und Rhein-Gönnheim, um eine Alternative zu den unterbrochenen Straßenbahnlinien zu bieten. Ein engerer Takt auf der S-Bahn-Linie sei unmöglich, dafür sei der Mannheimer Hauptbahnhof schlicht zu dicht. Deshalb heißt das Motto für die kommende Zeit Geduld, auch wenn manchen die durchaus fehlt. Was passiert, wenn ich jetzt trotzdem durchgehe? Gehen Sie durch. Im Sport kommen wir gleich zum Legendenspiel in Nussloch und zu diesen Herrschaften. Stefan Kretschmer dürften Sie kennen oder auch der frühere Handball-Bundestrainer Heiner Brandt. Christian Schwarzer war mit dabei. Und wie die nicht mehr ganz so jungen Handballer sich geschlagen haben, das sehen Sie gleich bei uns im Sport. Vorher aber gibt es die Nachrichten des Tages und die hat heute Olivia Koppius. Höhere Müllgebühren. In den kommenden zwei Jahren müssen die Heidelberger beim Thema Abfall tiefer in die Tasche greifen. Für einen Vier-Personen-Haushalt beispielsweise steigen die Gebühren auf 111 bis zu 123 Euro im Jahr. Als Grund gibt die Stadt steigende Entsorgungskosten an. Trotz der Erhöhung ist Heidelberg immer noch relativ günstig. Im Schnitt zahlt ein baden-württembergischer Viererhaushalt bis zu 175 Euro im Jahr. Ebenfalls beschlossen ist eine Erhöhung der Bußgelder für auf dem Boden geworfene Kippen oder Kaugummis. Hier werden in Zukunft 75 bzw. 100 Euro fällig. Pflegeheime werden teurer. Für die Betreuung und den Aufenthalt im Heim müssen Pflegebedürftige in Rheinland-Pfalz tiefer in die eigene Tasche greifen. Das hat eine Auswertung des arbeitsgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft heute ergeben. Der Pflegeeigenanteil lag 2018 noch bei 601 Euro monatlich. Nun sind es 698 Euro. Auch in Baden-Württemberg ist der Eigenanteil um 15% gestiegen. Hintergrund ist, dass die Pflegeversicherung nur einen Teil der Kosten übernimmt. Den Rest müssen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen privat aufbringen. Gegen Gewalt an Frauen. Als sichtbares Zeichen gegen vielseitige Diskriminierung von Frauen und Mädchen ist heute eine große Aktionswoche unter dem Motto Orange Your City gestartet. Hintergrund ist ein internationaler Aktionstag. Die Farbe Orange ist dabei das Erkennungszeichen der Aktivisten für dieses Anliegen. Wir dürfen nicht vergessen,
dass Gewalt an Frauen und Mädchen das größte Hindernis auf dem Weg zur Gleichberechtigung, auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben ist. Wenn wir solche Tage haben, wo viele Menschen zusammenkommen, Institutionen, Organisationen, auch Polizei und andere Behörden, dann wird auch ein starkes Zeichen gesetzt. Auch in anderen Gemeinden der Region wurde heute auf Frauenrechte aufmerksam gemacht. In Heidelberg informierte der Verein Frauen helfen Frauen zusammen mit der Polizei Passanten auf dem Bismarckplatz. Ja, und diese Herren waren Handball-Weltmeister, haben den Handball, die Sportart, maßgeblich in Deutschland geprägt und sie durchaus auch hier bei uns in der Metropolregion nach vorne gebracht. Jetzt waren die Handball-Allstars beim Legendenspiel in Nussloch. Und für wen dieses Spiel ein ganz besonderes war und wie sie sich auch geschlagen haben, das sagt Ihnen Marcel Schreiner. Der gute Zweck ruft, die Handballstars kommen. Zumindest zum Spiel. Die Allstars wie zum Beispiel Stefan Kretschmar auf dem Feld oder der ehemalige Nationaltrainer Heiner Brandt an der Seitenlinie haben am Samstag beim Benefizspiel gegen Drittligist SG Nussloch wieder alles gegeben. Die Einnahmen kommen dem Kinderhospiz Sterntaler und der Kinderinitiative Strahlenburg zugute. Für die Stars Ehrensache. Auch wenn es bei beiden für Interviews mit uns nicht mehr gereicht hat. Das ist schon bei den Handballkreisen weit verbreitet. Es hat andere Dimensionen, schlägt sich dann in der Journalie nicht so wieder. Wir betreuen aber eigentlich alle auch noch andere Projekte. Die ehemaligen Nationalspieler durften ihr Hobby zum Beruf machen und setzen ihre Bekanntheit jetzt nach ihrer Karriere für die gute Sache ein. Ein besonderes Spiel war es dabei diesmal vor allem für Marc Nagel. Der Trainer der SG Nussloch durfte nicht nur mit seinen ehemaligen Teamkollegen mal wieder zeigen, was er noch drauf hat, sondern auch gegen sein aktuelles Team antreten und auch treffen. Es wird schon 60 Minuten richtig Handball gespielt, so wie das aussehen soll. Aber natürlich auch mit dem bisschen mehr Lockerheit, die man normalerweise nicht hat. Diese Lockerheit spiegelt sich dann besonders in schönen Aktionen wie hier von Holger Löhr wieder. Der Trainer der HG Oftersheim Schwetzingen stand ebenso mit auf dem Feld wie SG Leutershausens Urgestein Uli Roth. Keine leichte Aufgabe für die Jungs der SG Nussloch. Da haben sie was dazugelernt, wie man sich verkauft. Und das ist ja auch der Job bei allem. Man will ja als Sportler auch immer bei den Zuschauern gut ankommen. Gut angekommen ist das Spiel bei den Fans auf jeden Fall. Das Ergebnis, ein 30-26 Erfolg für die Allstars, war Nebensache. Es war eben kein gewöhnlicher Abend in der Olympiahalle. Im Drittliga-Alltag verteilt Marc Nagel Anweisungen. Diesmal bekam er sie selbst von seinen Coaches. Natürlich, das ist schon ungewohnt. Ja, aber macht ja auch Spaß und vom Ergebnis okay, ich glaube eine tolle Veranstaltung über den ganzen Abend. Genau das war auch das Hauptziel, Freude bringen und gemeinsam etwas für Kinder tun. Organisiert wurde die Partie von der Initiative Herzschlag gemeinsam gewinnen, die vor allem Kinder unterstützt. Für dieses Ziel lassen sich die Allstars nicht zweimal bitten. Das Primäre ist tatsächlich etwas zurückzugeben von dem, was wir alle miteinander auch empfangen haben, also von daher. Das ist immer so eine lohnende Aufgabe und eine, die sehr freudvoll und Spaß auch bereitet. Dass sie das getan hat, konnte man den Fans, aber eben auch den Spielern ansehen. Und das ein oder andere sehenswerte Tor haben die Handballhelden immer noch im Köcher. Und jede gute Truppe braucht einen Kapitän, der sie zusammenhält. In dieser Aufgabe ging Christian Schwarzer nicht nur zur aktiven Zeit auf, sondern auch jetzt ist er das Herz der Organisation. Christian Schwarzer ist jetzt noch bei uns. Herr Schwarzer, Sie stellen die Mannschaft immer wieder zusammen. Wie schön ist es, dass man einfach mit dem Handballsport jetzt noch mal was zurückgeben kann? Ja, ich glaube, es gibt für uns nichts Schöneres. Wir haben Spaß auf dem Spielfeld. Wir können den Leuten, den Zuschauern noch was bieten und können was Gutes tun. Überwiegend suchen wir uns Projekte mit Kindern aus. Und deshalb ist es einfach nur ein Traum, solche Dinge machen zu dürfen und zu können. Sie haben eben schon gesagt, man kann den Zuschauern noch was bieten. Es ist tatsächlich so, dass ihr auch im fortgeschrittenen Handballeralter noch ordentlich was auf die Platte fegt. Wo kommt es her, dass man da so den Ehrgeiz immer wieder noch mal einfach fasst? Ja, ich denke mal, wenn man so viele Jahre Leistungssport gemacht hat und auch drauf getrimmt ist, wenn angepfiffen wird, wirklich den Ball hinterher zu jagen und alles zu geben, im Idealfall dann auch zu gewinnen, ist jetzt für uns nicht mehr die oberste Priorität, sondern die oberste Priorität ist, wie gesagt, Gutes zu tun. Aber nichtsdestotrotz waren wir alle Leistungssportler und wollen immer noch eine vernünftige Figur abgeben. Und solange das noch funktioniert, wie es im Moment noch geht, sind wir alle froh.
sehr gelungen auch. Klar, die sportliche Leistung. Trotzdem sieht man ja auch die ganzen Leute, mit denen man so lange das Handballleben, die Handballkarriere geteilt hat, auch wieder. Da ist dann auch so, dass die dritte Halbzeit, die man so gern hat, dann auch nochmal zusätzlich Spaß macht, oder? Genau, jetzt da in der Kabine wird es mit Sicherheit das ein oder andere isotonische Getränk geben, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann kommen die alten Geschichten nochmal auf den Tisch. Und wie gesagt, wir haben ja gehört, draußen im Foyer geht es dann noch weiter. Und wie gesagt, in der dritten Halbzeit sind wir immer noch am stärksten und mal gucken, ob wir das heute auch wieder beweisen können. Dann vielen Dank dafür und viel Erfolg und viel Spaß bei der dritten Halbzeit. Ob viel Spaß dabei sein wird am Sonntag bei der Hauptversammlung des 1. FC Kaiserslautern, das sei mal dahingestellt. Bewegte Zeiten derzeit und ein Thema auf der Jahreshauptversammlung ist auch die Wahl des Aufsichtsrats. Markus Merck hat schon seine Bewerbung angekündigt, zusammen mit einem Team. Und auch im Nachrichtenblock, im Sportnachrichtenblock geht es jetzt um die Roten Teufel. Larissa Hofmann. Back in Business. Der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kann aufatmen. Die Mannschaft von Boris Schommers setzte sich gestern mit 2:0 gegen Hansa Rostock durch und gewann damit das erste Mal seit mehr als einem Jahr wieder zwei Ligaspiele hintereinander. Ich denke, wir hatten die letzten ein, zwei Wochen wieder eine deutlich bessere Stimmung in der Truppe. Wichtig, dass wir das jetzt aufrechterhalten können, im Gesamtverein auch, gerade auf den Hinblick auf die Jahreshauptversammlung, die ja demnächst ansteht. Denke ich, ist es sehr wichtig, da jetzt mal ein bisschen Ruhe reinkommt, ein bisschen mehr positive Stimmung und da war der Sieg heute Gold wert. Durch den 5. Saisonsieg konnte Kaiserslautern den Abstand zur Abstiegszone auf 4 Punkte erhöhen. Mannheim bleibt nach dem Remis am Samstag im oberen Mittelfeld stecken. Zittern bis zum Schluss. Mehr Mühe als erwartet hatten die Rhein-Neckar-Löwen gestern gegen den TVB Stuttgart. Im Derby setzten sich die Löwen knapp mit 33:32 gegen die Stuttgarter durch. Die Löwen stehen jetzt auf dem 4. Tabellenplatz, sind damit punktgleich mit dem Tabellenzweiten und Meisterschaftsaspiranten THW Kiel. Richtig eng wurde es auch bei den Eulen Ludwigshafen. Mit einem 25:25 Unentschieden sicherten sich die Eulen gegen Aufsteiger Balingen-Wallstätten den ersten Auswärtspunkt der Saison, bleiben aber trotzdem auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zweite Niederlage in Folge. Die bisher schlechteste Saisonleistung riefen die Basketballer der MLP Academics Heidelberg gestern ab. Die Mannschaft von Branislav Ignatovic verlor daheim gegen Schalke 04 mit 67:79. Das ist ein Phänomen, das wir eigentlich vor der Saisonbeginn haben, dass wir zu Hause, gerade zu Hause, sehr verkrampft spielen, mit viel Angst. Entweder nehmen wir sehr viel vor oder zu viel vor oder sind wir überrascht, wenn eine Mannschaft hier kommt und Widerstand leistet. Vor 2 Wochen lagen die Heidelberger mit 8 Siegen und 2 Niederlagen in der Spitzengruppe der 2. Basketball-Bundesliga. Jetzt ist es nur noch Platz 5. Nach der Heimpleite bleibt den Academics aber erst einmal Zeit zur genauen Fehleranalyse. Das nächste Spiel findet erst in 2 Wochen gegen den Tabellenletzten aus Hagen statt. Und gleich treffen wir Stefanie Hertel in Heidelberg. Warum der Volksmusikstar derzeit bei uns in der Region ist, erfahren Sie gleich. Willkommen zurück an diesem Montagabend bei Ron mit Stefanie Hertel, die 40 Jahre jung ist, aber schon alter Hase im Showgeschäft. Volksmusik, das ist ihr Ding, da macht sie seit über 30 Jahren Musik und war jetzt zu Gast bei uns in der Metropolregion. In Heidelberg hat sie Geld gesammelt für den guten Zweck, für ihre Tierschutzorganisation und Hauke Kutz hat sie getroffen. Seitdem sie 4 Jahre alt ist, steht Musikerin Stefanie Hertel auf der Bühne. Eine von Deutschlands bekanntesten Volksmusikerin hat ein großes Herz für Tiere. Woher das kommt, hat sie uns im Interview erzählt. Ich bin seit meiner frühesten Kindheit einfach absolute Tierliebhaberin, bin auf dem Dorf, auf einem ja, mehr oder weniger Hof aufgewachsen, jetzt kein richtiger Bauernhof, aber mein Vater, der stammte vom Bauernhof und wir hatten dann auch immer noch, als ich klein war, immer noch Schafe und Enten und manchmal auch Hühner oder eben Katzen natürlich.
Und ich habe das immer geliebt, wie viele Kinder das lieben, aber bei mir hat sich diese Liebe zu den Tieren einfach immer mehr in meinem Kopf auch manifestiert. Ich habe auch von einem Projekt in Griechenland gelesen. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen? Es ist ja heute auch der Sinn der Veranstaltung. Bello Canto wird die Veranstaltung genannt, was ich einen sehr schönen Namen finde. Und die Gelder, die heute vereinnahmt werden, kommen meinem Verein Stefanie Hertel hilft zugute. Zum einen, der Anstoß dazu wurde gegeben, weil ich weil mein Mann und ich gemeinsam eine Hündin gerettet haben in Griechenland, die wirklich mitten in der Wildnis ausgesetzt wurde und dort jämmerlich zugrunde gegangen wäre. Wir haben sie mit nach Hause genommen und zu Hause festgestellt, dass sie schwanger ist. Und sie hat 4 Welpen zur Welt gebracht. 3 haben wir vermittelt, 1 haben wir behalten. Das heißt, wir haben diese 2 Hunde mit dieser unglaublichen Geschichte wirklich. Sie sind ja Vogtländerin, sind in Sachsen groß geworden, wohnen in Chiemgau. Ja. Wie gefällt es Ihnen denn hier in Baden-Württemberg, Heidelberg, aber auch die Pfalzregion? Haben Sie da dort auch schon viele Auftritte gemacht? Ich war schon immer wieder mal in der Region, muss sagen, bin nicht so oft hier, ehrlich gesagt, weil sich viele meiner Auftritte auf andere Regionen konzentrieren. Ich würde das natürlich gerne ändern, wenn es also Möglichkeiten gäbe, hier aufzutreten, würde ich natürlich sofort ja sagen, ganz klar. Ich hoffe, Sie wandern gerne, Frau Hertel. Ich habe Ihnen was Kleines mitgebracht. Oh. Mitgebracht vom Pfälzerwald. Das ist aber sehr lieb. Sie kennen die Region ein bisschen. Vielleicht, wenn Sie irgendwann mal in den Pfälzerwald gehen, haben Sie direkt die Orte, wo man wandern gehen kann, wo man schön einkehren kann. Schön. Und auch so ein paar Burgen und Schlösser wahrscheinlich mit dabei. Genau. So wie genau. Hier das wunderschöne Schloss Heidelberg. Wahnsinnig schön. Ein Traum. Also wirklich, ich war ganz begeistert. Und wir alle, wir waren richtig sprachlos. Das Jahr 2019 ist jetzt fast vorbei. Was ist bei Ihnen denn für das nächste Jahr geplant? Sind Sie wieder auf Tour? Also ich habe ja gerade erst ein ganz neues Projekt gegründet, gemeinsam mit meinem Mann und meiner Tochter. Wir haben eine Band gegründet und machen mit dieser Band moderne Country-Musik. Mit diesem Projekt haben wir einfach einen Versuch gestartet, indem wir gesagt haben, wir machen mal ein Lied, wir präsentieren das mal, wir gucken mal, was passiert, wie sich das für uns anfühlt, wie sich das fürs Publikum anfühlt. Und die Begeisterung war groß, sowohl bei uns als auch beim Publikum. Insofern haben wir gesagt, okay, dann machen wir weiter und machen ein Album. Und das ist so das Erste, was wir uns im nächsten Jahr beschäftigen. Frau Hertel, vielen lieben Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich Ihre Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen heute Abend ganz viel Spaß und ein sehr schönes Event. Ganz liebe Grüße an alle Zuschauer und auf ein fröhliches Wiedersehen. Bis bald. Ja, wir gehen nochmal zurück zum Mannheimer Weihnachtsmarkt, wo Lena Wollny weiterhin die Stellung hält. Lena, Glühwein durftest du schon probieren. Was hast du sonst noch entdeckt? Also hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt, von süßen Speisen wie gebrannte Mandeln, aber auch herzhafte und deftige Sachen gibt es hier zu kaufen. Ich persönlich liebe ja Bratwurst und deswegen bin ich auch zum Bratwurststand von Christian Koch gekommen. Herr Koch, Sie haben hier den Bratwurststand. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wie sieht für Sie die perfekte Bratwurst aus? Also eine perfekte Bratwurst braucht erstmal ein super gutes Fleisch, das ist ganz wichtig. Und ein frisch aufgebackenes Brötchen und was wir jetzt hier besonders haben vom Holzkohlegrill. Jetzt reden Sie ja von der klassischen Bratwurst, aber es gibt ja auch noch super viele andere Varianten. Was ist, wenn ich jetzt hier bin und mal sage, ja, die klassische Variante ist mir zu öde, mag ich nicht. Was können Sie da den Besuchern bieten? Ja, da sind Sie bei uns ganz richtig. Wir haben eine ganz besondere Bratwurst, sondern die Wildschweinbratwurst. Die ist etwas herzhafter, kräftiger im Geschmack, etwas dunkler und hat auch weniger Fett. Wenn Sie mal was ganz anderes möchten, dann wäre das das Richtige. Jetzt habe ich noch eine allgemeine Frage an Sie. Und zwar sind wir hier in einer Mannheimer Kulisse direkt vor dem Wasserturm, das Wahrzeichen von Mannheim. Wie ist das denn für Sie? Ist das ein besonderer Weihnachtsmarkt? Kommen Sie aus der Gegend? Was können Sie da sagen? Ja, ich bin natürlich in Mannheim geboren, familiär gesehen in 4. Generation jetzt schon im Imbissbetrieb. Mein Onkel hat den Wurstkochstand, der schon da ist, seit der Weihnachtsmarkt existiert. Das ist für mich natürlich eine ganz besondere Herzensangelegenheit. Vor allem haben wir einen tollen Weihnachtsmarkt mit ganz, ganz viel Kunsthandwerk auch und viel zum Shoppen. Also es lohnt sich.
Ja, Sie haben es gehört, nicht nur kulinarisch wird hier einiges geboten, auch Herr Koch hat jetzt schon gesagt, wenn man noch ein Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten besorgen muss, kann man hier wirklich zuschlagen und man bekommt alles. Und wer Lust hat, hier selber vorbeizukommen, kann das täglich von 11 bis 21 Uhr. Lena, wir kommen versprochen auf zum Mannheimer Weihnachtsmarkt. Hab vielen Dank, und ob das Wetter auch weihnachtlich ist in den nächsten Tagen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das Novembergrau geht morgen bei uns in die Verlängerung. Ein paar Aufhellungen mit etwas Sonne sind am Rhein sowie am Neckar dabei. Mehr als zwei Sonnenstunden kommen trotzdem nicht zusammen. Sonst bleibt der Himmel wolkenverhagen und wir können auch mal nass werden. Für Ende November ist es immer noch sehr mild. Wir starten frostfrei in den Dienstag. Bis zum Nachmittag erreichen wir im Bergland 8 Grad und am Rhein maximal 13 Grad. In dieser Woche gibt es leider keine Besserung beim Wetter. Die Sonne ist nur selten dabei und für Donnerstag und Freitag kündigt sich kräftiger Dauerregen an. Der Wind frischt dazu stürmisch auf. Am Freitag setzt sich deutlich kältere Luft durch und die Schneefallgrenze sinkt zum Abend hin bis auf 600 Meter. Die Nächte verlaufen dazu allesamt frostfrei. Ja, und wir entlassen Sie schon einen hoffentlich fröhlichen Feierabend mit dem einen oder anderen Glühwein, oder? Vielleicht. Gucken wir mal. Ich bin ja ein Mega-Fan, muss ich sagen. Hast du schon einen bisher gehabt? Einen habe ich gehabt. Hier, ne? Rot vor allem. Rot muss er sein. Weiß ist so gar nicht meins. Nee, meins auch nicht. Genießen Sie Ihren roten oder weißen Glühwein. Haben Sie einen schönen Abend und 18 Uhr morgen ist Ron wieder da. Und jetzt gibt's exklusiv. Tschüss. Tschüss.